Heute der Claudius Dreilich bei uns von Karat im Star Talk. Claudius, das hat schon seine Tradition hier in Erfurt mit der Konzertreihe anzufangen, mit der Tournee zu beginnen. Seit 15 Jahren. Warum haltet ihr an der Tradition fest? Naja, zum einen gibt es ja nur diesen Sprichwort, Tradition soll man nicht unbedingt brechen, das bringt kein Glück. Aber das ist natürlich nicht die Hauptursache, wir wären schon so frech und würden sie brechen. Aber es klappt so gut, es tut uns gut, es gibt uns Zeit, Vorbereitungszeit hier. Wir sind ja meistens schon eine Woche vorher hier. Und wir sind ja nun mittlerweile auch schon wie eine Familie hier unten. Das sind ja alles Freunde von uns. Und deswegen tut uns das auch gut. Deswegen machen wir es auch und freuen uns jedes Jahr wieder drauf. Ja, ich habe auch immer so den Eindruck, das ist wie ein Familientreffen. Ihr habt einen ganz besonderen Umgang mit den Fans. Das stört dich überhaupt nicht, dass jetzt Menschen kommen und sagen, Mensch, ich will noch ein Autogramm von dir. Ihr liebt eure Fans ganz besonders. Na gut, hier in Erfurt hat sich das so etabliert, dass also ich sag mal so die Hardcore-Fans kommen und zum großen Teil sogar zwei Tage dann auch da sind, abends in den Vorstellungen. Wir machen dann eine Autogrammstunde danach und da ist dann ein bisschen Tuchfühlung angesagt. Manchmal gibt es auch noch ein Bierchen zusammen oder so. Das ist dann ein bisschen anders als sonst, ja, das stimmt schon. Also man darf dich dann auch mal anfassen. Ja, natürlich. Seit 6 Jahren bist du nun bei Karat. Das war ja durch die tragische Geschichte mit deinem Vater, dass die Jungs entschieden haben, du möchtest bitte den Sänger machen. Was hat dich so in diesen 6 Jahren geprägt? Naja, ich musste mich natürlich auch erstmal reinfinden in diese Art von Arbeit. Ich habe ja nun vorher was ganz anderes gemacht. Es ist ein ganz anderer Tagesablauf, es sind ganz andere Monats- und Jahresabläufe und ein ganz anderes Arbeiten. Aber ich habe das ziemlich schnell hingekriegt, glaube ich. Ich habe ja auch tolle Kollegen, die mir da sehr bei geholfen haben. Und ich glaube, geprägt, ja, mich hat es im Grunde genauso geprägt wie meine Kollegen auch. Diese Band, die ist in den letzten 35 Jahren derartig oft gebeutelt worden durch so viele Tiefschläge. Und trotzdem sind wir immer noch so gut drauf und haben so viel Spaß und es funktioniert ja gut. Ich glaube, das ist so das Ausschlaggebendste, was uns prägt heute. Also muss man wirklich so sagen, wir sind alle sehr motiviert und haben immer noch unheimlich viel Spaß dran. Ihr habt ja den Titel Mich zwingt keiner auf die Knie. Kann man eigentlich sagen, das ist das Motto der Band, oder? Ja, wenn man so möchte. Also mein Vater hat das ja schon ein bisschen als sein Motto auch genommen. Er hat das Lied sehr gemocht. Und wir haben das eigentlich auch als solches dann übernommen. Und es passte immer besser, das stimmt, ja. Und die Fans sehen es, glaube ich, ähnlich. Ihr habt jetzt 4 Wochen, nee, 4 Monate habt ihr Pause gemacht. Ich sehe, du hast überhaupt keinen Speck angesetzt. Doch, ich hatte schon. Doch, da war was. Ich habe es wieder weggegeben. Ich habe ein bisschen Sport gemacht. Also, nee, wir haben also 4 Monate gar nichts gemacht, kann man so ja auch nicht sagen. Wir sind nicht aufgetreten. Wir haben uns ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, einfach um auch ein bisschen Pause für sich zu haben, weil das letzte Jahr war doch das Jubiläumsjahr, da war ein bisschen mehr los. Und ja, und da habe ich viel Sport gemacht und gesund gelebt, sagen wir es mal so. Vielleicht auch ein bisschen weniger Alkohol als sonst. Ihr habt eine neue Platte rausgebracht, die CD, die hat einen gewissen Effekt, das ist so ein kleiner Magnetismus-Effekt. Ich kriege den aus dem CD-Player nicht mehr raus. Ja, da haben wir es ja richtig gemacht. Also wir hatten die Möglichkeit, uns zu entscheiden, was wir für ein Album machen wollen. Soll es extrem kommerziell sein oder wollen wir uns ausdrücken und uns ist die Kommerzialität nicht so wichtig und deswegen haben wir gesagt, wir gehen an die Kunst ran und deswegen steckt auch wirklich sehr viel Wahrheit und Ehrlichkeit und ernst genommene Themen von uns persönlich und von jedem Einzelnen in diesem Album drin und da sind wir schon recht stolz drauf. Also das ist seit langem ein Album, wo wir selber auch sagen, das ist uns ganz gut gelungen. Jeder hat irgendwo sein Lieblingslied von Karat. Welches ist deins? Nee, ich habe kein Lieblingslied. Wäre ich oft gefragt, aber gibt es wirklich nicht. Also es gibt kein Lied, was ich jetzt sage, das möchte ich unbedingt immer singen. Das gibt es nicht. Es gibt Lieder, die ich in Schwierigkeitsgrade aufteile. Welches Lied lässt sich leichter singen oder kriege ich leichter von den Lippen? Welches ist ein bisschen schwieriger? Und nach wie vor ist da zum Beispiel der Albatros immer noch ziemlich weit oben in der Rangliste von der Schwierigkeit her. Es steckt da auch so ein bisschen noch das Gefühl drin, als du aus der DDR weggegangen bist? Nö, das nicht. Also diese Themen nach 20 Jahren, die berühren mich nicht mehr so. Weil man das sehr stark mit dem Albatros verbindet. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, dass es über 3 Oktaven teilweise gesungen werden muss und rhythmisch auch sehr anspruchsvoll ist, nicht nur für mich, auch für meine Kollegen. Da sehe ich die Schwierigkeit drin. Thematisch ist es für mich eigentlich eine Geschichte, klar, die hat stattgefunden, aber die findet in meinem Kopf nicht mehr so statt.
Neben dem einprägsamen Sound, den ihr auf die Bühne gebracht habt, sind es aber auch gerade die Texte, die viele von euren Fans immer wieder mitreißen und wieder sagen, das spricht mich in der Seele an. Auch bei eurem neuen Album, woher stammen die Texte hauptsächlich? Früher hat ja ein Großteil der Texte Norbert Kaiser geschrieben. Heute bei dem letzten Album haben viele sich als Texter versucht, zum Beispiel auch unser Bassist, wo wir ganz überrascht waren, wir wussten gar nicht, dass er das kann. Ich auch, Martin auch und Roland Kaiser hat einen Text für uns geschrieben. Aber es ist gar nicht so entscheidend, wer diesen Text schreibt. Für uns ist, wir haben eine eigene Qualitätskontrolle in der Band. Es müssen alle fünf mit diesem Text einverstanden sein, sonst wird er nicht genommen. Weil wir müssen uns mit diesem Text auch identifizieren können, jeder Einzelne. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum unsere Fans so dankbar sind, dass die Texte relativ gut sind, weil sie sind ehrlich. Sind ehrlich und sind keine erfundenen Geschichten und nicht irgendwelche Reimdichte oder sonstiges, sondern es steckt hinter jedem Text auch eine Geschichte. Danke, dass du dir jetzt kurz vor dem Auftritt nochmal Zeit genommen hast. Bleibt eine ehrliche Band, dann schafft ihr auch die 40. Na klar, machen wir.